Hallo, ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr mit Simba eine SBR-Kläranlage modelliert. Anders als in einer kontinuierlich betriebenen Kläranlage sind die Reinigungsstufen in einer SBR-Anlage nicht räumlich, sondern zeitlich voneinander getrennt. Und dieser Reinigungszyklus muss mit einer relativ komplexen Steuerung beschrieben werden. In Simba geht das ganz anschaulich mit Hilfe von Petri-Netzen. Und wie das genau funktioniert, werde ich euch gleich an einem Beispielmodell erklären. Das Modell findet ihr auch auf der Startseite von Simba in der Kategorie Abwasser. Die SBR-Anlage in diesem Beispiel besteht aus einem volldurchmischten Reaktor, der zyklisch aus einem Vorlagebehälter gespeist wird. Der Reinigungsprozess durchläuft die Phasen Füllen, Belüften, Mischen, Absetzen und Klarwasserabzug. Und nach einer kurzen Pause beginnt dann der Zyklus von vorne. So, wir öffnen jetzt hier das Simba-Modell. Das SBR-Modul finden wir in der Wastewater-Bibliothek. Das Modul hat drei Ports vom Typ ASM3. Der erste Port stellt den Zulauf dar, der Port rechts den Klarwasserablauf und der Port unten rechts ist der Überschuss-Schlammabzug. Oben ist noch ein Ausgang für ein Signal. Hier wird das Reaktorvolumen ausgegeben. Über die Eingänge auf der linken Seite können jetzt Vorgaben für den Betrieb gemacht werden. Wir sehen hier Volumenstrom des Klarwasserabzugs, Volumenstrom des Schlammwasserabzugs, beides in Kubikmeter pro Tag, dann An- und Auszeiten des Rührers und den Sauerstoffeintrag. Auf der rechten Seite besteht noch die Möglichkeit, Ausgänge sichtbar zu schalten. Diese Ausgänge finden wir, wenn wir mit rechts auf den Block klicken. Und dann können wir die versteckten Ausgänge anzeigen lassen. Der SBR wird über den Dialog parametriert. Normalerweise reichen erstmal die Default-Werte. Man kann aber bei Bedarf ins Detail gehen und eine ganze Reihe weitere Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel das Absetzverhalten manipulieren oder dafür sorgen, dass Kurzschlussströmungen auftreten. Mehr Informationen dazu findet ihr in der Hilfedatei. So, da in diesem Video das Augenmerk auf der Steuerung liegen soll, bilden wir jetzt den Vorlagebehälter nicht als eigenen Reaktor ab, sondern wir stellen ihn einfach als Quelle dar mit konstanten Zulaufkonzentrationen und einem variablen Volumenstrom und hinter der Quelle sitzt eine Pumpe, die jetzt nach Bedarf, also immer dann, wenn sich der SBR in der Füllphase befindet, Wasser aus dieser Quelle zieht. Die beiden Blöcke Quelle und Pumpe findet ihr in der Supply-Bibliothek. Um die Quelle, die ja vom Typ Influent ist, mit dem SBR verbinden zu können, müssen wir hier noch konvertieren. Und der zweite Konverter berücksichtigt die Phosphorfällung. So, der SBR hat noch einen weiteren versteckten Eingang, über den die Wassertemperatur im Reaktor erfragt wird. Und um diesen zu bedienen, müssen wir noch die Temperatur noch als globale Variable bereitstellen. Wie ihr seht, ist hier die Zyklussteuerung in Form eines Petri-Netzes realisiert und wie genau das funktioniert, erkläre ich euch in diesem Video. Da das Modell jetzt aber schon da ist, wollen wir einfach mal simulieren. Vor der Simulation müssen wir aber erst noch die relative und die absolute Genauigkeit einstellen, sodass sich das Modell nicht aufhängt. Diese Einstellungen sind typisch für den SBR und sollten zu Beginn eines jeden Projekts erstmal vorgenommen werden. Jetzt können wir die Kläranlage über 60 Tage einfahren und dann simulieren wir noch einmal von dem letzten Zustand aus weitere 2 Tage, um uns die Ergebnisse besser anzeigen zu lassen. In den Ergebnissen sehen wir jetzt, dass der Reaktor zweimal täglich den Reinigungszyklus durchläuft. Wenn wir uns den Wasserstand anschauen, dann sehen wir, dass der in der Füllphase steigt und bei Schlammabzug und Dekantieren sinkt.
Der Schlammspiegel ist hier darunter dargestellt und man sieht, der hat immer ausreichend Abstand zum Klarwasserspiegel. In der Biologie sieht es auch ganz gut aus. Also das Ammoniumrot wird in der Nitrifikationsphase nitrifiziert und entsprechend steigt dann die Nitratkonzentration an und das Nitrat wird dann anschließend in der Denitrifikationsphase denitrifiziert, sodass, wenn wir dann schließlich in der Dekantierungsphase sind, auch die Grenzwerte eingehalten sind.